Willkommen, meine Freunde von Fettspielen, zu einem neuen Warcraft 3 Let's Play mit Fred. Das bin ich. Mit mir, Tim, als Moderator. Und am anderen Ende der Leitung unserem Werkstudenten Zäpfchen, auch Felix genannt. Oh yeah. Sie werden zusammen ein Two-on-Two in Warcraft 3 spielen. Und ich würde mal sagen, ihr drückt spielen, oder? Lasst uns loslegen hier. Das wird spannend, das wird spannend. Oh, und es geht direkt los hier. Sie haben Zufall gewählt, also die Rasse ist noch nicht klar. Wo wird Fat Fred spawnen, wo wird Zäpfchen spawnen, das ist jetzt die Frage. Das werden wir gleich sehen. Wir spielen die Karte Wiesenwogen, jawohl. Also, Fred ist links unten gespawnt und Zäpfchen links oben. Also, beide spielen Untote. Ich bin Nachtelf. Nachtelf spielt Fred. Und was spielt Zäpfchen? Der ist Untote. Er spielt Untote. Alles klar. Also Nachtelfe gegen Untoten. Jetzt geht's hier los. Standard Build Order. Kenne ich mich nicht so aus. Muss Fred wahrscheinlich. Kennt sich da wesentlich besser aus. Ja, okay. Ich bin ein bisschen krank und ein bisschen angeschlagen. Deswegen höre ich mich ein bisschen komisch an. Und deswegen wird auch Tim die meiste Zeit hier sprechen. Aber. Er hat nicht die Erfahrung. Tim, ja, genau. Tim ist ja. Nicht gerade der Warcraft-Zocker vor dem Herrn, aber wir werden das schon zusammen hier wuppen. So, ich habe jetzt gerade hier gescoutet, bin hier gerade okay. Mit meinem Irrwisch. Also ist auch der Gegner ein Untot? Der Gegner ist ein Untoter auf jeden Fall, hat hier auch okay. Die Standard-Bildordner gerade drauf gehabt. Felix hat noch nicht gescoutet, wie ich das sehen kann. Brauche auch nicht, weil ich mit meinem Irrwisch gleich weitergehe zum nächsten und dann brauche er überhaupt nicht lange rumzappeln. So, gibt es denn besondere Taktiken, die man bei einem Two-on-Two beachten muss, im Gegensatz zu einem One-on-One? Gibt es da irgendwelche, also was man sich sparen kann oder ob man anders taggt? Also ehrlich gesagt, ich habe Two-on-Two seltener gespielt als Felix, aber ich würde sagen, eine Sache, hier sehen wir übrigens einen Ork als Gegner. Okay, der zweite Gegner ist also ein Ork, der gegenüber der von Felix steht. Sogar quasi taggt, da er noch keine Kaserne gebaut hat. Okay. Die Sache ist, beim 2-on-2 habe ich doch immer das Gefühl, dass doch ein bisschen mehr gerusht wird oder ein bisschen offensiver gespielt wird. Wir haben jetzt ja schon einige One-on-Ones gespielt und ja. Da war es doch oft so, dass es sehr vorsichtig war und die Leute natürlich versucht haben, jetzt nie mal alles reinzuhauen und so. Da ist man doch schon ein bisschen aggressiver unterwegs beim 2-on-2. Okay, und was ist mit Mineralien oder so Rohstoffen austauschen? Macht man das eher im Late-Game oder im Mid-Game? Wir haben es jetzt gerade sogar sofort gemacht. Okay. Denn gerade bei der Kombination Nachtelf plus X ist es oftmals so, dass der Nachtelf sofort eigentlich mit 100 Gold den Untoten unterstützt. Der Untote kriegt am Anfang gerne so eine Geldspritze, damit er sich nämlich diesen späten Altar schenken kann, sondern okay. Sofort mit einer Gruftbestie und auch. Also das habt ihr einfach standardmäßig gemacht. Das ist tatsächlich guter Ton in unter Warcraft spielen. Guter Ton unter Warcraft spielen, das kann man auf jeden Fall so sagen. Hat sich so angehört. Okay, und jetzt habt ihr hier geschrieben Harassment, also das heißt, dass du jetzt ihn schon mal ein wenig. Genau. Anmachen wirst sozusagen. Richtig, ich werde ihn mal anmachen. Wir sehen ja auch, er hatte keinen. Okay, also Turm. Auf die Eco quasi jetzt gehen erstmal. Genau, auf die Akolyten. Ja. Und man sieht, er hat noch keinen Turm gebaut. Jetzt ist erst der erste Turm im Mache. Das heißt, ich kann ihn schon ein bisschen stören. Okay, da kommt er dann direkt. Aber also, also immer auf die Eco gehen am Anfang. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht. Aber okay. Ich sehe gerade, ich muss hier wieder raus. Was hast du da gerade geändert? Das ich habe hier gerade nur Kontrolle über Einheiten. Kontrolle, genau. Wir können jetzt unsere gegenseitigen Einheiten kontrollieren, falls es mal zu einem Block kommt. Okay. Quasi, dass wir uns gegenseitig blockieren, können wir das dann verheben. Okay. Ist das nicht gefährlich, wenn man das spielt und dann in einer großen Schlacht ist? Eigentlich kann es nur helfen, wenn man wenn man sich gegenseitig die Einheiten kontrolliert, kann das nur helfen, wenn man diesen Anti-Block-Schutz, sag ich mal, okay. Das rettet dann sogar eigentlich Leben im Zweifelsfall. Alles klar, okay, das ist gut. So, ich werde hier gerade selber geharrissed. Okay, da kommt der Held. Genau, ist der Blade Master von den Orks. Oh mein Gott. Aber bisher, gut, die hat er mir jetzt weggenommen, aber... Steht der jetzt noch in deiner Festung oder ist das... Ah ne, das ist dein Held. Ja, aber der ist wahrscheinlich noch da im unsichtbaren Modus. Okay, okay. Mal schauen, was hier noch passiert. So, jetzt können wir mal ganz kurz bei Felix reingucken, nur Sekunde, okay. Oh, hier, Felix wird gerade auch geharrissed von diesem Helden. Okay. Der ist also nicht mehr meiner Basis, sondern ist schon einen weitergegangen. In der Zwischenzeit werde ich mal ein bisschen creepen, um ein bisschen an XP zu kommen. Also unterstützen ist da jetzt noch nicht angesagt in so einer Frühphase. Nö, das kriegt Felix auf jeden Fall selber hin. Felix hat auch selber in weiser Voraussicht einen Tower in seiner Base gebaut. Okay, auch direkt vor seiner Eco quasi, dass die geschützt ist. Genau. So, ich habe jetzt hier den Irrwisch zum Explodieren gebracht. Okay. Da heißt das, ich habe ihn selber mit einem Suicide-Attack geopfert.
Das war das Beste, was ich hätte machen können, weil du nämlich sonst gestorben, gekillt. Ja, ihr werdet sonst gestorben. Gekillt worden. Ja. Und was ganz gut ist, wenn man nämlich den Irrwisch zum Explodieren bringt, dann gibt es eine Mana-Explosion und er saugt dann das Mana weg von dem Helden. Okay. Das heißt, er kann sich jetzt nicht mehr unsichtbar machen und kann somit auch Felix nicht mehr stören. Und das heißt, die Sache mit dem Harris hat sich jetzt eigentlich erledigt. Okay. So, wir machen ein bisschen Micro hier beim Creepen. Ja, ich versuch's auf jeden Fall. Oh, die hauen aber ordentlich rein. Ja. Das sind ziemlich Angry Gnolls hier. Ja, auf jeden Fall. Aber es bringt dann auch viel XP für deinen Helden quasi. Ja, ne? Jetzt, dieser Creep-Spot ist gerade am Anfang schon sehr, sehr sinnvoll. Okay. Da muss man schon so ein bisschen Hit'n'Run an den Tag legen. Ja, die müssen jetzt auch wieder bei nach hinten gehen. Die werde ich auch gleich zum Healen wieder in die Basis schicken. Ich habe ja ein Moonwell, okay. Also Mondbrunnen, die heilen meine Einheiten. Ah, okay. Das kenne ich wieder mal von WoW. Da gab es sogar eine ganze Welt, die Mondbrunnen hieß. Da gibt es nämlich das Mondbrunnenfest jedes Jahr. Ja. Da kann man Marken sammeln. Und der Mondbrunnen steht auch in Sturmwind. In der Hauptstadt der Menschen. So, den Creepspot machen wir jetzt wahrscheinlich gemeinsam. Okay. Zäpfchen nicht, der ist nämlich ein bisschen größer. Was für ein Level hat der jetzt? Schon Level 4? Wir haben beide Level 2. Und der Creepspot? Ja, Level 6. Level 6 dabei, aber zu zweit ist das trotzdem machbar. Mit ein bisschen Micro ist das kein Problem. Okay. Ist es so, dass euer Gegner, kann man sich da sicher sein, dass die auch zusammenspielen, also dass die sich auch vorher in der Gruppe getroffen haben? Oder ja. kann es sein, dass es auch random Spieler sind? Nee, wir spielen gerade Arranged Team. Das okay. heißt, es spielen immer zwei Freunde gegen andere zwei Freunde. Okay, also alles klar. Auf jeden Fall irgendwie arrangiert. Okay, da ist jetzt der Shop auch dann. Genau, jetzt haben wir gerade, hat gerade Felix ein Signal gegeben, dass wir uns da beim nächsten Spot treffen, dass wir hier das frei creepen. Okay. Das werden wir auch gleich mal machen. Und du hast jetzt Base Defend mäßig nicht viel oder helfen dir gar nichts, ne? Ja. Okay, das ist einfach deine Taktik gerade. Ja, also beim Two-on-Two lohnt es sich eigentlich nicht, dort viel zu towern oder sonst was. Okay. Da muss man eigentlich, wie jetzt Felix auch schreibt, sofort eigentlich go. Wie gesagt, es ist aggressiver. Kleiner das go ist, direkt jetzt. Genau. Okay. Dann gucken wir gleich mal, was wir hier haben. Aber sehr schön, da haben wir gerade ein paar angeschlagene Grunts. Und jetzt auf die Eco gehen würde sich nicht lohnen, oder? No, jetzt gehen wir erstmal nach oben und machen den Shop erstmal dicht. Und, genau. Okay, jetzt könnt ihr... Okay, jetzt kannst du nur hoffen, dass seine Armee nicht zu dir kommt, quasi. Aber die sind ja ganz, die sind ja eigentlich, die lungern hier jetzt irgendwo rum und ich weiß nicht, was die hier gerade machen. Das ist ganz interessant eigentlich. Okay. Wir werden jetzt hier so ein bisschen schon schön die Base. Auf die Burrows gehen, genau. Das sind nämlich die Versorgungs- und Verteidigungsanlagen der Orks. Es sieht mir fast so aus, als ob du schon auf die Main gehen kannst. Also ich würde jetzt als Noob-Spieler wahrscheinlich direkt auf die Main gehen. Da ist der Held von dem anderen, genau. Jetzt müssen wir ein bisschen weg. Okay, du schickst dann rein. Und auf jeden Fall weg. Okay. Sind es zu viele? Ne, jetzt haben wir vor allen Dingen auch überhaupt keine Nahkampfeinheiten. Okay. Und das wird jetzt in diesem Fall sehr, sehr schlecht kommen. Okay, dann was war das jetzt, was du jetzt gerade gebaut hast? Das war jetzt ein Urtum. Okay. Und zwar ein Urtum des Wissens, womit ich dann auch auf Nahkampfeinheiten gehen kann, die ich alles in dem klar, Fall alles klar, alles klar. So, jetzt sieht man, Urtum des Windes habe ich auch, damit kann ich nämlich Clown-Druiden bauen. Okay. Die wiederum mir auch. Ich wollte gerade sagen, er ist Felix gefolgt oben in die Base, der Gegner. Genau. Das heißt, ich werde jetzt auch ein bisschen Unterstützung hochschicken quasi. Richtig. Ich werde jetzt wieder hochgehen und Felix da helfen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also ist schon intensiv so ein Two-on-Two, ne? Ja, man merkt das sofort, man merkt sofort den Unterschied. Das also ist klar, helfen. Genau. Bin da, wollte ich eigentlich sagen. Aber okay, bin das. Ja. Okay, der haut ziemlich rein. Ne, der wartet erst davor. Wir können jetzt eigentlich hier diesen Creep-Spot clearen, weil die wahrscheinlich jetzt auf den hier gehen werden. Okay. Alles klar. Verfügt über mich. Felix, komm mal nach links von mir. So. Muss sagen, Felix sitzt hier auch im Raum. Auch im Raum, allerdings 5 Meter entfernt. Ja, ist außerhalb der Mikrofonreichweite. Genau. Quasi. Er würde zwar sagen, ist aber sehr scheu. Wie ein kleines scheues Reh. Dafür spielt er besser Warcraft tatsächlich. Also. Ihr spielt beide Sachen ganz gut, habe ich das Gefühl. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, der Kraft ist auf jeden Fall was für Zäpfchens Death Knight. Okay. Todesritter ist auch eine WoW-Klasse. Kam mit dem dritten Add-on. Als Heldenklasse quasi. Alles klar. Sehr gut. Ich glaube, ich kenne mich besser mit der Warcraft Lore als mit dem Spiel selber aus. Ich habe auch keinen Shop.
auch noch um. Okay, okay. Und kann man jetzt schon sagen, wie ihr positioniert seid? Also ob ihr jetzt stärker seid als der Gegner? Ist jetzt noch schwer zu sagen. In dem Moment noch sehr. Oh, jetzt können wir hier einen Creep-Check fahren. Das machen wir auch wahrscheinlich gleich sofort. Okay, du greifst ihn jetzt von hinten an, während er creept quasi. Okay. Wow. Oh ja, oh ja. Ich muss teleportieren, sonst bin ich alles weg. Aber die sind quasi komplett auf meinen Helm gegangen. Und okay, ich konnte in der Zwischenzeit auch noch eine Menge kaputt machen. Mein Held ist aber noch am Leben und das ist das Beste. Und der hält sich jetzt am Mondbrunnen quasi, genau, ne? Das heißt quasi, ich bin jetzt wieder voll einsatzbereit, hab nichts verloren eigentlich. Aber hast schön Damage, quasi. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Felix aussieht. Fährt man nicht so Taktiken, mal eine R-Einheit zu bauen und die hintenrum in die Basis zu schicken, um einfach mal auf die Eco zu gehen? So kenne ich das von StarCraft 2, dass man... Auch das könnte man machen. Ne? Einfach mal eine Flugeinheit hin, also bei StarCraft 2 macht man oft mit Benjis, einfach hier ein Benji Harass zum Beispiel, das kenne ich. Benjis gibt es ja auch hier bei... Benjis gibt es auch hier, genau. Ich komme schon, ich bin schon da. Okay, er hat jetzt schon Belagerungsmaschinen, der Feind. Was ist denn hier los? Ja. Aber gut, die werden ihm jetzt auch nicht so viel helfen. Da zieht er sich auch schon wieder zurück, wie du siehst. Sobald er teleporten drückt, kann man ihn nicht mehr angreifen. Den Helden nicht mehr? Aber seine Einheiten. Richtig. Ach, okay, alles klar. Jetzt könnt ihr den Creep noch abfarmen, dann den Rest quasi. Ja, da ist zwar nicht mehr so viel los, deswegen werde ich auch nur einen hier mitnehmen, aber immerhin. Okay, okay. Shop. So, hat mir jetzt noch hier zwei Kobolde rausgeholt, zwei. Ah, hier ist auch noch jemand. Viele Einheiten, die überall sind. So, den hier können wir auf jeden Fall den Ork angreifen, würde ich sagen. Was ist mit einer Echse jetzt? Ist das schon zu. Ist es noch zu früh oder? Dafür ist gerade ein bisschen zu viel los, würde ich sagen. Dass wir uns jetzt hier in Ruhe eine Echse aufbauen können. Okay. Aber mal schauen. Ne? Also man Echst generell nicht so schnell wie bei StarCraft, habe ich das Gefühl. Also bei StarCraft ist ja fast schon gang und gäbe, nach 5 Minuten eine Echse aufzuziehen. Ja, es gibt auch Fast Echse, gibt es auch als Taktik, aber ich würde sagen, das ist, wie gesagt, immer eine taktische Frage, eine taktische Entscheidung. Okay. So, hier sehen wir gerade, der baut jetzt Tauren. Okay. Da müssen wir natürlich versuchen, das zu unterbinden, solange es noch geht. Tauren sind so, ihr seid jetzt in seiner Base aber allerdings, ne? Ja. Ziemlich mächtig sogar in seiner Base, wenn ich mich hier erinnern sollte. Ja, gerade ganz gut dabei, würde ich sagen. Das Teamplay von denen funktioniert nämlich gerade jetzt nicht so gut, obwohl jetzt kommt jetzt kommt er von hinten. Aber wir haben jetzt eigentlich, was den... Oh, du wirst geblockt hier von deinen eigenen Einheiten, so wie es aussieht. Ah, das ist okay, alles klar. So, ich muss jetzt meinen Helden mal ein bisschen aus der Schusslinie da rausnehmen. Boah, das war knapp. Okay, okay. Ja, ich muss TP machen. Ich muss ein TP machen, sonst bin ich hier raus. Boah, das war in letzter Sekunde. Ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt hast du aber doch auch schon ein bisschen was verloren, ne? Ja, das war schon ein harter Kampf, aber ich würde nicht sagen, dass alles verloren ist. So, was für ein Tech bist du? Tech-Stufe mittlerweile? Tech-Stufe 2 erst. Okay. 3 bin ich noch gar nicht gekommen. Das muss ich jetzt aber auf jeden Fall auch gleich mal machen, um noch ein bisschen an Stärke einhalten zu können. Ich würde ja mal, also wenn ich spielen würde, würde ich irgendwelche Cheese-Taktiken spielen. Aber das ist auch, weil ich es nicht kann. Deswegen würden bei mir jetzt wahrscheinlich irgendwelche Flugeinheiten kommen und die hintenrum nur seine Eco angreifen. Ganz fies. Dumm ist das nicht, dass man tatsächlich auch mal mit Ablenkungsmanövern versucht, da wird der nämlich verrückt. Da wird der verrückt. Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich mache im Cheesy mache ich eigentlich eher im One-on-One. Okay, jetzt ist wohl Echsenzeit angesagt. Ja. Okay, also. Ich sagen, mittlerweile. Die erste Expansion muss dann doch mal raus. Denke ich. Wie lange hält denn im Schnitt so eine Mine? Also. Die hält schon bis ins Late Game. Bis ins Late Game rein. Ja. Aber der Boost von 2 Minen ist dann doch vom Vorteil wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja. So, ich werde jetzt auch ich habe jetzt auch wieder ein Stadtportal, das heißt, ich kann jetzt auch relativ gefahrlos creepen. Buch der Gesundheit ist ein Heil. Okay, alles klar. Ich habe jetzt hier meinen ersten Mountain Giant. Das ist ziemlich, das ist der Tank im Spiel überhaupt. So der sieht er auch aus. So sieht auch aus. Kannst du mal ranzoomen, ganz kurz? Ah, guckt euch den an. Das ist mal ein Geil. Ja, sehr gut. Ja, und der ist auch eine der dicksten Einheiten im Spiel. Oder überhaupt die dickste. Aber jetzt hat dein Held gelevelt. Genau. Du hast ja schon 2, ne? Genau. Mein zweiter Held hat jetzt auch... Okay.
Jetzt hat Felix Olekomio gesagt. Das heißt, er wird wahrscheinlich da ordentlich attacked gerade. Ja, da um sich aber gar nichts. Nee, er ist gerade nur noch am Creepen und das werde ich jetzt auch weiter machen. Ja. Aber ich sehe schon. Bis wie welcher Stufe kann man denn seinen Held ausbauen überhaupt? Was ist denn das höchste Level, das er kriegt? Stufe 10 ist höchste Level. Und schafft man das eigentlich fast immer? Das oder? Passiert eigentlich nie. Nie? Nie. Also okay. Bis Level 10 kommt, da muss aber so extrem late sein. Ich meine, wir sehen, wir spielen jetzt ja schon. Oh, hier bin ich gerade. Okay, da kommt der Asgar. Ich werde den hier eintängeln. Jetzt habe ich ihn fest. Ist das sein Held? Nein, nein, nein. Nee, nee, das ist eine Monstrosität. Aber jetzt ist die ist aber schon ganz schön. Die steckt aber ganz schön Schaden ein. Ja, jetzt werde ich aber hier. Der hat einen. Spot heißt das. Ja. Damit kann ich die sämtlichen Angriffe auf den ziehen. Ja, das heißt, sie greifen Tank halt. Ein Spot. Der tankt halt um. Der kann abspotten zum Beispiel. Genau. So, jetzt schreit hier Felix die ganze Zeit Meat, Meat, Meat. Dem wollen wir natürlich auch Folge leisten, diesem Wunsch. Ja. Die mittlere Echse ist wahrscheinlich lebensgefährlich, oder was? Das ist ja keine Echse, das ist eine Shop, ne? Ist eine Taverne, genau. Taverne. Da kann man sich ein Bierchen gönnen. Oder? Ein Bierchen gönnen, Helden holen. Okay. Und da sind wir. Was ist handelbar? Ein, zwei Helden, drei Helden oder ist das einfach nur das Skill abhängig im Endeffekt? Ja, also man sollte auf jeden Fall zwei Helden haben. Drei Helden sind schon gut. Mhm. Die muss man aber, es bringt dann nichts. Also es ist auch eine Frage, je nachdem, welche Level man schon hat mit den anderen Helden. Es bringt dann nichts irgendwie mit einem 3-Level-1-Helden anzugreifen. Okay. Ne? So, jetzt haben wir hier den Ork. Den erwischen wir jetzt hoffentlich so ein bisschen alleine. Ja, dann so ein Sandwich-Move wäre jetzt mal nicht verkehrt, ne? Dann muss ich wieder zurück teleportieren, das ist ja gut. Jetzt können wir hier noch zum Shop gehen und so ein bisschen was kaufen und dann... Ja, nee, die Echse hat er wahrscheinlich dann nicht. Da guckt gerade Felix, da ist aber nichts. Um mal so einen Push jetzt mal zu starten, ist zu gefährlich einfach jetzt. Werden wir jetzt machen, werden wir gleich hingehen. Ich werde jetzt hier noch kurz beim Shop mir einen Unverwundbarkeitstrank kaufen. Okay. Für den Tank oder für deinen Helden? Das ist für den Helden wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, alles klar. So. Was sind, wem so, wir gehen jetzt auf den Untoten. Okay. Da er nämlich gerade mit seinen Einheiten ganz woanders ist, können wir da vielleicht so einen kleinen Überraschungseffekt oder wenigstens ein bisschen Zeit gewinnen. So, mein Exe ist schon oben. Was bedeutet, die haben zu viel ATM? At the moment, wir haben... Achso, at the moment, ja klar. Genau, wir haben gerade, ja, auf Biers muss ich jetzt erstmal tacken. Wir haben gerade sehr, sehr viele Einheiten und wir sind so ein bisschen, was alleine Masse anbelangt, ein bisschen schlecht aufgestellt. Behind, sozusagen. Oh, der hat auch ordentlich Türme in seiner Base stehen, ne? Ja, leider. Was ist das Gebäude, das du jetzt da angreifst? Ich greife jetzt die Gruft ein, das ist die erste Produktionsstätte. Jetzt kommt er gleich, nachdem ja, wir die Gruft durchziehen, haben. Durchziehen, oder? Ja, die Gruft nehmen wir mit, aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen zurück und schauen, dass wir ihn... mal wann anders erwischen. So, es geht hier ein bisschen zurück. Ich werde jetzt auch mal nach und nach meinen Bären-Upgrade machen. Okay, und der T3 ist jetzt bei dir schon angelaufen, ist schon durch. T3 bin ich jetzt und deswegen kann ich jetzt auch erst Bären machen. Die sind ziemlich starke Nahkampfeinheiten. Diese Statuen, die da hinten herfahren, die sind im Buff quasi, oder? Genau, das ist, machen Leben und Mana. Ah, okay, das kann man sich aussuchen vorher. Ja, aber er hat beides gerade nicht gemacht, deswegen werde ich mal für Zäpfchen das hier einstellen. So. Ja, es ist halt, wenn man Noob ist, dann bleibt man halt einer, das ist das Problem. Nee, der ist einfach zu konzentriert. Zu konzentriert, dass er selbst einfache Sachen nicht nimmt. So, jetzt kommen wir noch ein bisschen was. Aber man muss immer wieder sagen, ich finde, das Spiel ist jetzt wie alt? Wie alt ist Warcraft 3? 2002, glaube ich. 2003 ist Frozen Throne und Warcraft. Sieht immer noch gut aus. Das ist dieser, was Blizzard schon immer beherrscht hat, der Stil, der wird einfach nicht alt. Ja. Oh, jetzt geht's los. Ach, scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die haben sehr viel. Oh, das gibt ein hartes. Ich kapiere jetzt zum Beispiel gar nichts mehr. Ehrlich gesagt kann ich auch nicht sagen, wem wer gehört hier. Es sieht aus wie eine richtig große Schlacht. Das ist es auch. Das ist jetzt auch die finale Schlacht. Da wird sich jetzt alles entscheiden. Ja. Okay, ich sehe nur, dein Held schießt von hinten irgendwelche grünen Vögel rein. Das kann ich erkennen. Aber jetzt kommen hier die Walküren oder was das auch immer sein mögen. Diese Fliegereiter. Die hast du jetzt eingenetzt. Ja, ich verstehe. Ich mache einen TP. Bin auch schon fast draußen hier und so, bin jetzt schon draußen. Hab eigentlich alles verloren. Alles verloren, hab immer meine Helden nicht. Okay, jetzt wird's schwer für euch, ne? Wenn der jetzt durchzieht. Ja.
Es hängt oftmals auch so ein bisschen ab, wie strategisch klug die Gegner sind. Also, jetzt kommt er zu dir. Das ist zum Beispiel nicht schlecht, dass er gleich sagt. Er zieht jetzt durch. Das ist, ja. Ja, das wird, glaube ich, dein. Das sieht wie dein Untergang aus. Ja. Das glaube ich auch. Da werden wir nicht mehr viel reißen können. Jetzt kommt Felix nochmal zu. Genau. Ja, er hat auch nicht mehr so viel. Ja, ich denke, das geht doch stark in Richtung eines GGs. Genau, GG. Okay, das war's dann. Das leider war's. Verloren. Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Man muss auch verlieren können, das ist ganz klar. Und jetzt seht ihr auch noch kurz die Statistik. Sie waren auch behind. Kann man hier auch die APM sehen? Sieht man die hier? Das nicht. Man sieht den Überblick hier über die Einheiten zum Beispiel, wie wir da aufgestellt waren. Bei den Helden und auch bei den Rohstoffen. Und sieht, ich bin der Einzige, der eine Echse gehabt hat, aber aus der konnte ich kein Kapital mehr schlagen. Okay. Und wenn man den gesamten Überblick sieht, sehen wir auch schon, Zäpfchen und ich sind hier ziemlich nah beieinander, unter 50.000. Aber hier der Dota Kill My Skill. Der ist halt Fabiont gewesen und sehr stark, ja. Müssen wir eingestehen, der war einfach schlechter. Okay, aber ich würde sagen, war trotzdem schön. Schön, euch zugeguckt haben. Mir hat Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, bis dann.